seht ihr dann die Luxuskarosserie. Ein Luxusauto nach dem anderen. Die Modell der Lando. Das ist schon sehr nobel, wenn man hier in Miami ist. Das muss man einfach mal schön gemacht haben, hier rumgebummelt und einfach ein bisschen sehen und gesehen werden. Hier gibt es überall Likör, Champagner, Cocktails, Cognac, alles was man ist. Hier in zweiter Strandreihe. Sieht ganz stylisch aus. Gegenüber von den Luxushotels vom Ritz Plaza. Ganz toll. Hier haben wir das Hilton Garden Inn an der Collins Avenue. Super schönes Hotel. Ganz neu. Hier werden gerade die Gehstrecke, wird alles gerade ganz neu gemacht an der Collins Avenue. Höhe 31. 30. Straße. Gegenüber ist The Palms und das Rio Hotel. Das Rio Plaza Miami Beach. Hier herum ist noch Einbahnstraße und weiter unten ist dann auch ein Regen gesetzt, wo man dann schön mit dem Taxi oder mit dem Bus runter zum Ocean Drive fahren kann. Halt schon mega geil. Fragt Matthias. Na Matthias, bitte? Ist bombastisch hier, oder? Das ist super. Hallo. Hier geht man dann direkt drüber und ist dann direkt am Ocean Drive. Und hier sind die ganzen Luxushotels. Hier ist alles super schön. Ja. Das Nationale, das ist ein LA-Hotel, spanischer Kette. Erste Reihe, super toller Strandzugang. Hier an der Collins Avenue, 17. Querstraße, ideal zum Ausgehen. Partyhotel, da kann man schön ausgehen. Hier sind wir das Sagamore Hotel, das ist auch wieder ein kleines an der Collins Avenue, zwischen 16. und 17. Straße, direkt bei den Luxushotels, zwischen dem Miami Beach. Hier natürlich auch die superreichen Autos. Zum Ansehen, ein kleines Hotel, geht hinten quer und ganz darüber. Ist dann auch gleich ein Parkplatz. Natürlich ein schöner Rolls. Claridge Hotel an der 35. Straße an der Collins Avenue. Ein super schönes kleines. Was ihr beachten müsst, ringsrum um den ganzen Hotels hier. Baustelle, 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 Baustelle. Lärm von vorne bis hin. Hier haben wir das Löw, St. Moritz. Das ist auch ein super schönes Luxushotel. Das St. Moritz. Hier sind halt alle Luxushotels. Das Royal Palms ist dann direkt nebenan. Und halt auch die ganzen Malls, wo man schön shoppen gehen kann.
Hier habt ihr den Supermarket. Hier haben wir immer eingekauft. Hier gibt es Cola, Fanta. Ne, 2 Liter Flasche Cola oder Sprite oder Light, ne, haben wir für 2,50 Dollar hier, ne, für uns aufs Zimmer. Kühlschrank hat man ja im Zimmer. Da kann man schon reingehen. Sieht ein bisschen katastrophal aus innen drin, aber es gibt alles, Wein, Rotwein, Sekt, man kriegt alles. Und es ist nicht weit vom Rio Hotel entfernt. Hier hier oben ist direkt das Rio Hotel. Ne, 5 Gehminuten vom Hotel bisher. Hier ist dann auch ein Subway, wo man was essen kann, weil Getränke und Nebenkosten sind im Rio Hotel richtig teuer. Und hier die Collins Avenue gerade runter, kommen wir sehen das Hotel Victor. Direkt neben der Versace Villa. Das ist das Nachbarhotel von der Versace Villa. Am Aufenthalt direkt. Überall Bars, Cafés, Restaurants, da geht es abends richtig schön ab. Und hier, ich glaube, das ist am Ocean Drive, ist mit das meist fotografierteste Hotel. Eingang, was es gibt, die Versace Villa. Hier haben wir das AC Hotel, das ist in zweiter Reihe. Super schön stylisch, alles ganz schwarz gemacht, auf der Collins Avenue. Oben würde ich mal sagen, große Suiten, große Apartments, ganz, ganz toll. Hier habt ihr die Collins Avenue und hier herüben geht es dann direkt zum Strand. Hier sehen wir den Club Atlantis, das könnte ein Apartment sein, könnte auch ein Hotel sein. Könnte auch ein Timesharing-Objekt sein, das kann alles sein. Hat direkten Zugang, wo man hochfahren kann, direkt auf der linken Road. Und hier gegenüber sind dann die schönen Villen dann auch direkt gelegen. Super schöne Gegend hier. Hier gibt es eine EF, das ist eine internationale Language Center, wo man eine Sprachkurs machen kann. Und der ist hier direkt auf der Collins Avenue, wo man halt schon was machen kann. Hier haben wir vorne hier Palace. 23 für 1, ein riesen großes Haus. Hier sehen wir auch schön die Maschinen, wo drüber fliegen. Hier hatten wir überall Miami Beach. Überall fliegen sie dort. Aber das ist ein riesen großes Gebäude. Na, hier kann man reinfahren auf der Collins Avenue zum Parken oder auf der Seite zum Einchecken. Hier ist das Hotel Four Points von Sheraton, direkt am Collins Avenue in der ersten Strandbahn. South Beach los. Hier gibt es halt so einen Wasserfall, ein kleiner Garten, wo man ein bisschen laufen kann. Direkt Collins Avenue. Und hier gibt es dann verschiedene Hotels, Apartmentanlagen. 22. Straße ist das Square. Und Matthias, wie gefällt dir Miami? Mir gefällt Miami unheimlich gut. Das Einzige, was hier wirklich, finde ich, ein Problem bisschen ist, ist die weite Entfernung. Aber es ist in Amerika typisch, was für die hier alles um die Ecke ist. Das ist für uns ein Marathon. Also von daher, ja. Also wir laufen jetzt hier gerade Richtung Ocean Drive und ja. Schauen uns weitere Hotels nochmal an. Hier haben wir das Dorchester Hotel. Das ist in zweiter Reihe. Direkt an der Collins Avenue. Super schön glücklich. Und hier ist dann ein Geschäft nach dem anderen und ein Hotel nach dem anderen. Super schön gemacht. Hier haben wir das Hotel Nautilus, direkt an der Collins Avenue. Hotel nach dem anderen. Da gibt es jede Menge. Die komplette Straße bis hoch. Das wird dann schnell fahren. An der Collins Avenue.
los ist. Erste Reihe am Strand, gegenüber Shopping Malls. Und man kann einfach mal schön mit Collins in den Avenue hoch und runter laufen. Direkt an der 18. Straße und an der 16. endet der Ocean Drive. Kann man abends schön zu Fuß, kann man hier losgehen. Hier sehen wir das Hotel Delando. Auch in der ersten Reihe ein Luxushotel. Collins Avenue und Querstraße 17. Straße. Ab 16. geht der Ocean Drive, da kann man super zu Fuß, kann man da schön hinlaufen. Das ist ganz genial, ist das. Jetzt sind wir bei der Collins Avenue, das Day Inn Hotel, an der 43. Straße. Die 41. ist da erst. Hier geht die Collins Avenue bis runter South Miami. Hier sehen Sie das Royal Palms, Miami, erste Strandlage, 16. bis 15. Straße, neben St. Moritz. Hier sind die ganzen Luxushotels und dementsprechend auch die ganzen Luxusautos. Hier kann man sich dann die schönen großen Autos dazu mieten, wenn man hier in Miami ist. Ferrari, das war ein Hammer. Die haben alles hier. Hier noch ein kleines Hotel. Hier ist dann das Ende vom Außendreif. Hier kam das Hotel Royal Palms. Das ist mit eins der ersten an der Bretterrunde. Hier geht es jetzt direkt in den Ocean Drive, hier die Straße runter. Da oben ist noch nicht so spektakulär, aber weiter unten an deinem Geburtstag war doch schön, Matthias, oder? Ja, umso weiter man runter geht vom Ocean Drive, umso schöner wird es wirklich. Also ganz spektakulär, die Versace Villa und eben halt ganz, ganz viele tolle Bars und Cafés, also wirklich super, super schön. Und bumm, einmal wieder die Palme geknallt. Ja, man hängt nur da dran. Das ist hier ein kleines Hotel. Super schöner Club. Direkt am Außendreif. Hier herum ist noch nicht so spektakulär. Es ist halt ein kleines Boutique-Hotel nach dem anderen. Wo man halt schön sitzen kann abends und die Leute genießen kann. Und die Preise sind eigentlich ziemlich teuer hier. Ein kleiner Cocktail, $26. Niederland, Fallen-Sabinier. Ein kleines Hotel, hier direkt am Außenrad. Die 39. Straße. Das ist ein ganzes Stück bis South Beach. Hier ist es Dells Inn, Holiday Inn. Hier sind einfach ein paar Hotels direkt am Strand. Hier haben wir ein Marriott Hotel mit dem Namen Cadillac. Hier an der Collins Avenue, so circa 40. Straße ist das, Querstraße. Und hier geht es dann ins Dach. Das Hotel Caribbean an der Collins Avenue, 38. 37. 38. Straße und hier geht es dann zum South Beach, 37. Straße. Okay. Bis zum Ocean Drive ist es ein ganzes Stück, aber da kann man mit dem Bus fahren für ca. 2 Hotel, kleines, gemütliches, an der Collins Avenue, direkt an der 36. Straße. Verkehr hat man hier schon, man soll auf jeden Fall ein Zimmer zur vorderen Seite nehmen. Hier gibt es ein neues Hotel, das ist direkt neben dem Rio Hotel. Das entsteht gerade ganz neu,
wird jetzt bald aufmachen, sieht ziemlich fertig bezugsmäßig aus. Und hier nebendran ist das Rio Hotel. Aber ringsherum Baustelle, Baustelle, Baustelle. Die nächsten 2-3 Jahre darf man hier noch keinen Urlaub machen. Hier in der 36. bis 31. Straße. Red South Beach Hotel. Das ist in zweiter Reihe, hat keinen direkten Zugang zum Strand. Das liegt in zweiter Reihe gegenüber vom The Palms vom Rio Hotel. Und hier geht es jetzt die Collins Avenue runter und ich zeige euch mal einige von den Hotels. Hier gibt es alles, was man mag, vom Armani über H&M. Na, da gibt es hier alles super schön gemacht. Viel los, man kann hier auch schön essen gehen, Pizza. Na, das gibt einfach so die ganzen Hotelketten. Buschigen Namen und alles gibt es hier alles. Ein Teil ist auch immer schön reduziert. Zelt. Aus. Hier. Hier sieht man mal ein schöner schwarzer Rolls-Royce. Hier fahren jede Menge hier rum. Die sind traumhaft schön. Richtige Luxusschlitten. Hier herüben ist ein Subway. Und hier vorne ein kleiner Supermarkt. Vom Rio Hotel 5 Minuten zu Fuß. Und ein kleiner Tipp: Hier gibt es ein kleines Reisebüro. Und in diesem Reisebüro kann man zum Beispiel die Everglades für $35 buchen. Und bei der TUI direkt, wenn man sie bucht, kostet sie $85. Das ist halt das Schöne daran. Und hier herüben ist dann direkt das Rio Hotel. Das ist kurz 5 Minuten zu Fuß, seid ihr hier direkt am Strip. Hier haben wir Station. So, Villa. Super schönes neues Hotel. Sieht ganz, ganz toll aus. Hier ist die Einfahrt. Hier habt ihr die Collins Avenue. Die geht bis ganz wieder runter nach South Beach. Und hier seid ihr dann auch direkt am Ocean Drive. Ab der 16. Straße ist dann der Ocean Drive. Hier haben wir das Hotel The Palms Hotel und Spa. Das ist direkt neben unserem, neben dem Rio Hotel. Das Nachbarhotel hat ein Spa mit dabei. Schon was Besseres. Ganz, ganz toll. Unsere Hotelmanagerin hat gemeint, das werden zu bauen. Und die haben einen super, ganz tollen Palmengarten mit dabei. Einen direkten Zugang zum Strand auch. Rallet, auch ein Hotel direkt in erster Lage am Collins Avenue. Schön mit Palmen, Bananen, ganz toll gelegen. Zum Shoppen ideal. Hier ist die Collins Avenue und da gibt es ein Geschäft nach dem anderen. Kann man schön entlang laufen. Hier haben wir das Ritz Plaza Hotel, erste Strandlage auf der Collins Avenue, traumhaft schön. Hier gegenüber gibt es Sushi-Bars, Restaurants, Cafés, aber alles sehr, sehr teuer, würde ich mal sagen. Und den Fluglärm, den seht ihr überall. Weil die Maschinen fliegen direkt über den ganzen Hotels drüber. Einfach entspannen und die Seele baumeln lassen. Genießen Sie Ihren Traumurlaub, zum Beispiel in einem Rio-Hotel, einem Robinson-Club oder auf einer traumhaften Kreuzfahrt. Mehr als 5 Millionen Top-Angebote jetzt in Ihrem zuverlässigen TUI Travel Star Reisebüro Feller in Hammelburg, im E-Center und unter feller.de.